Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Hardcore Körbel. So, nachdem wir jetzt ja die gute Tati Körmen gerettet haben, ist das Thema hier ja gegessen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das richtige Raumschiff erwischen. Und der gute Schnorchel muss nochmal raus, denn unseren Dockingport, den brauchen wir nochmal. Voilà, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht durcheinander kommen. So, der Schnorpel kann hier dann mal ganz kurz warten. Und wir springen. Wo sind wir jetzt drin? Hier hin, genau. Sehr schön. So. Denn wir rotieren das Teil jetzt mal in die Richtung, dass Schnorpel uns da den Port wieder ranbauen kann. Und geben jetzt einmal kurz ein bisschen Gegenschub. Damit das nah genug ist. So, und das müsste eigentlich schon reichen, dass wir den guten Mann in Einsatz bringen können. So, equip. Zack. Huch, das war ein bisschen zu doll. Jetzt müssen wir ein bisschen schneller detach. Grab. Und wir wollen den hier wieder ranschrauben. So, noch nicht ganz perfekt, aber auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir das noch insgesamt ein bisschen gerade bekommen. Das Ding driftet jetzt natürlich ganz schlimm, ist aber nicht so wild. Also einmal schauen, dass wir den hier mittig hinbekommen. Und uns möglichst wenig gegenüber dem Schiff bewegen. Ja. Jetzt schauen wir, dass wir den mal mittig drauf pappen. Hä? Warum? Cannot attach it to itself. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Dann erstmal hier hin. So. Und dann zweiter Anlauf. So. Ja, also gerade wird das jetzt hier im Weltall wahrscheinlich nicht. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwie so einen wilden Note-Attach-Befehl. Das muss ich mir mal im Handbuch durchlesen quasi. Aber jetzt leben wir erstmal mit dem Ergebnis und sehen zu, dass wir unser Cockpit wieder am Space Truck angekoppelt bekommen, bevor der Space Truck weg ist. Da hinten ist er. Da wollen wir natürlich wieder hin. Und da wir jetzt erstmal alles haben, was wir brauchen, also an Bord, nämlich Tati Körmen hieß sie, glaube ich, machen wir uns erstmal wieder auf den Weg, würde ich sagen. So, einmal festhalten, einmal einsteigen. Wir wollen Control von hier. Wir haben noch ein bisschen Monokoppeland und erstmal wollen wir einfach nur grob in die Richtung. Jawohl. So. Und Feuer frei. Wir fliegen los mit ganz großen Schritten. Ja. Gut, also das Monokoppeland wird auf jeden Fall reichen, dass wir zurückkommen. Und dann haben wir, glaube ich, noch ein Körbel in der Umlaufbahn. Wenn mich nicht alles täuscht. Muss jetzt mal gucken. Muss ja gleich mal schauen, wen wir schon gerettet haben alles. Also Campbell's Kerman haben wir. Tanbas haben wir noch nicht. Tanbas Kerman. So, und der muss hier da. Tanbas Craft, genau, knapp hinter uns. Den müssen wir uns dann gleich noch schnappen. Aber vorher machen wir erstmal unser Docking-Manöver fertig, damit wir wieder den Space Truck nutzen können und nicht alles hier per Monopropellant fliegen, weil dafür haben wir ein bisschen zu wenig, um solche Späße zu machen. So. Das können wir schon mal alles vorbereiten, weil das ist ja hinten quasi der Dockingport, ist ja der, den wir nachher andocken wollen. So. Jetzt schauen wir mal. Also. Feuer frei, bisschen bremsen. Bisschen drüber können wir noch.
bisschen geht noch. So. Nicht zu viel schon abbremsen, weil wenn wir zu viel bremsen, müssen wir dann wieder Treibstoff verwenden, um Fahrt aufzunehmen. Und das will ja keiner. So. Jetzt sind wir knapp drüber. So. Gut, dann schauen wir mal. Wir wollen erstmal ein bisschen an ihm vorbei. Ja, das sieht gut aus. Damit wir einen schönen Undock-Winkel haben. Ah, das läuft aber. Das ist doch ordentlich. So. Bisschen verzockt vom Winkel her, aber nicht allzu viel. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, damit kann man noch arbeiten. Wir müssen ein bisschen drunter. Ein bisschen drunter. Ja. So. So müsste das grob hinhauen. Bisschen Glück müsste eine einfache Drehung schon ausreichen. Ja, wir sind noch nicht ganz im Bereich für es zieht uns ran, aber das können wir natürlich jetzt fixen. So, und das müsste schon reichen. Das müsste reichen, dass wir andocken. SAS nehme ich raus, dass wir schön einrasten können. Und da ist er, der Anzug. Und tanzt noch ein bisschen. Und zack, der Space Truck ist wieder vereint. Okay, cool. So, Control from here. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, Tanmas Craft ist unser neues Ziel. Den wollen wir noch einsacken. Und orbital technisch. Was fliegt denn der Tanmas hier zusammen? Also wir haben hier 236 Kilometer, 242 Kilometer. Tanmas hat eine Apoapsis von, keine Ahnung, seine ist wahrscheinlich in einer Minute. Das heißt, er ist auf 80 Kilometer und auf 76. Ist seine niedriger als unsere? Irgendwie so. Na gut, also wir müssen ein bisschen nach vorne gehen. Wir machen jetzt quasi das gleiche Manöver nochmal, was wir beim anderen gemacht haben. Wir fliegen jetzt unseren Orbit ein bisschen raus, um dadurch den Abstand zu ihm zu verkürzen. Das ist zumindest so der Plan. Wenn wir unseren Orbit ein bisschen größer machen, dann müssten wir ihn irgendwo da hinten irgendwann mal treffen. Sagt die Theorie. Mal gucken. Reicht uns das schon? Er ist ja hinter uns, ne? Er soll uns einholen. Er soll schneller sein. Ja, ein bisschen noch, komm. Ich gehe mal auf 150 hoch. So. Target Position. Ach, das ist sogar zu viel, ne? Wir haben jetzt schon zu viel. Retrograde. Da habe ich jetzt gerade das Manöver nicht vernünftig angeguckt. Also er ist an uns dann schon vorbeigeschossen sogar. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir müssen ein wenig abbremsen, um das hier zusammenzubekommen. Jetzt sind wir bei 121 Kilometern. Da wollen wir ein bisschen weniger draus machen. 100. Na komm, fang dich mal wieder auf. Retrograde. Nicht, dass der uns jetzt irgendwo hinsteuert. So, komm. Zieh dich rum. Ich hoffe übrigens, ihr hattet ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche erstmal soweit. Ich bin ja quasi auch frisch aus dem Urlaub zurück. Hab aber glücklicherweise noch eine Woche Urlaub.
kann mich also hier voll und ganz auf den Iron Körbern konzentrieren diese Woche. So, jetzt schauen wir mal, dass wir das nah genug beisammen bekommen. Das sieht doch vielversprechend aus. Jetzt ganz langsam, langsam, vorsichtig. 4 Kilometer. Ja, 3,6 ist erstmal okay. Das heißt, wir können jetzt hier ein kleines Treffen mit ihm machen. Und das auch noch auf der hellen Seite. Von Körben, nicht von der Macht, natürlich. So, und dann haben wir alle Körbels, die wir hier einsammeln sollten, also rund um Körben, fertig. Und dann gucken wir mal, ob das für diese Folge noch reicht. Wahrscheinlich nicht, aber wir können zumindest mit dem Bauen anfangen. Muss ich mal ein kurzes Rettungsmobil bauen, mit dem ich die oben abholen kann. Denn der Space Truck ist ja nicht so wiedereintrittsfähig und dafür ja auch gar nicht gedacht. Das heißt, wir müssen dann einmal ein kleines Gogo-Gadgetto-Rettungsmobil bauen. Dann sollte das klappen. Stop! Warum hat er denn nicht aufgehört? So. Target. Retrograde, genau. Sehr schön. 43 Sekunden. Wir haben kaum Unterschied zu ihm. Da ist er auch schon. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wieder ist. Ob es heute mal was Vernünftiges ist mit einer Tür als Ausgang. Weil ich hatte das noch nie gehabt, aber jetzt zweimal kurz hintereinander. Diese komischen Bauteile. Das ist natürlich schon ein wenig unbefriedigend. So. Gut, wir gleichen uns mal einmal an. Wir sind jetzt bei 3,6 Kilometer. Besser wird das eh nicht mehr. Ein bisschen Schub raus, dass er mithalten kann. So. Und dann müssen wir uns mal das Ziel suchen. Das ist wahrscheinlich irgendwo da so. Denn wir müssen noch einen Ticken ranfliegen, bevor wir zuschlagen können und uns Tanbas an Bord holen. Stop it, stop it. Ah, fährt sich wie so eine Feder gelagert. Ach, ich habe die Versteifung auch noch nicht wieder eingebaut, ne? Das muss ich auch noch machen. Hier die Struts wieder einziehen. Das hatte ich das letzte Mal vorher gemacht. Also bevor ich abgekoppelt habe, waren da Struts drin. Ich nachgezogen hatte, aber das muss ich halt einfach mal tun. So, jetzt gucken wir uns mal an, wie unser Rendezvous läuft. Also erstmal bringen wir es auf Kurs, dass wir mittig sind. Komm rüber. 3,2. Sehr schön. So. Und jetzt 2,6, also noch einen kleinen Schwung. Und hier ist auch noch alles okay. Also wir haben orbitmäßig immer noch komplett Platz. 2 Kilometer sollte reichen, dass wir es auf jeden Fall aktiviert bekommen. Und jetzt ist es einfach nur ein Wartespiel. Dann schauen wir mal, wo Tanbas so drin sitzt und ob wir einfach rüber jetpacken können. Ja, Tanbas, da ist er. Oder sie, wir wissen es ja noch nicht. Tanbas ist ein... Ja, okay. Und er sitzt in einer Kapsel drin. Auch okay. Und Tanbas. Vor allen Dingen mal loslassen und dann rüberfliegen mit dem Jetpack. So, also Mission Körbelrettung soweit erstmal relativ erfolgreich durchgeführt. Tanbas ist jetzt Teil unseres Raumfahrtprogramms. Tanbas hat uns auch schon das erste Geld gebracht. Das ist schon mal schön. Zack. Und jetzt müssen wir die natürlich noch alle nach unten bringen, damit ich ihre Namen anpassen kann und ihre beruflichen Tätigkeiten und wie es der Zufall so will, bei dem einen oder anderen Körbel auch das Geschlecht, damit das zu euch passt. Denn wir haben ja die Körbels, die gerettet werden sollen, alle schon auf einer Liste stehen mit Anwärtern fürs Raumfahrtprogramm, die aus Abonnenten bestehen. Nämlich euch. Wem das jetzt neu ist, ja, ihr könnt mir in den Kommentaren einen Kommentar hinterlassen, wie euer Körbel heißen soll. Mit Nachnamen heißen die immer Körmen, nur um das schon mal vorwegzunehmen. Und ob ihr ein Wissenschaftler, Pilot oder Ingenieur sein möchtet. Und da kommen nämlich die ganzen Körbels her, die hier so am Raumfahrtprogramm teilnehmen. Das heißt, der Freaky, der Schnorpel und ich weiß gar nicht, wer ist denn gerade noch mit dabei? Muss ich gleich mal gucken. Die jetzt zum Beispiel mit dem Space Truck unterwegs sind.
Das sind alles Abonnenten dieses Kanals, die sich beworben haben und über die Liste irgendwann ins Raumfahrtprogramm aufgenommen worden sind. Denn jedes Mal, wenn ich so Astronauten rette aus dem Orbit, oder von Minmus kommt ja nachher auch noch, also wir haben ja noch einen am Minmus-Orbit sitzen, dann werden die, sobald sie auf Kerbin sicher angekommen sind, umbenannt auf eure Wunsch-Kerbels und nach Warteliste dann im Prinzip abgearbeitet. Das heißt, ja, es dauert einen Moment, also da sind ein paar Leute drauf. Ich glaube, wir haben jetzt noch knapp über 10 Leute auf der Warteliste im Moment. Aber ne, je eher man sich anmeldet, umso eher bekommt man dann auch seinen eigenen Kerbel zugestanden und kann mit dem dann auch wilde Abenteuer erleben. Also ich frage auch immer mal wieder in den Videos, habt ihr bestimmt auch schon mal gemerkt, nach Freiwilligmeldungen, besonders gerne auch in Livestreams. Und da könnt ihr mit euren eigenen Kerbels dann hervorstreben und ganz tolle Abenteuer erleben. Also ihr sterbt wahrscheinlich irgendwo im Weltall, Mutterseelen alleine. Aber bisher ist die Quote ganz gut. Ich glaube, es sind 3 Leute sind bisher drauf, also 3 Abonnentenkörbels sind bisher draufgegangen. Das war ein bisschen unglücklich, aber sowas passiert halt. So, und ich würde sagen, Tanma steigt jetzt erstmal hier in diese Crewhatch ein. Pork angedockt. So. So. Und Crap. Und fertig. So, alle an Bord und wir gehen mal runter in Richtung Kerbin, würde ich sagen. Das Unset-Target, das machen wir. Es gab jetzt die Überlegung, ich hatte das eher so aus Quatsch gesagt, aber ihr seid darauf eingestiegen, dass wir die Teile irgendwann mal einsammeln und daraus eine Raumstation bauen. Ich habe da kurz drüber nachgedacht. Ich finde die Idee gar nicht so blöd, auch wenn ich es eigentlich eher aus Quatsch gesagt habe. Tatsächlich ist es aber eine valide Idee, weil das sind doch einige Tonnen, die man nicht nach oben bewegen muss, wenn wir das Zeug einfach zusammensammeln. Also lasse ich das jetzt einfach mal, diese ganzen Crafts, erstmal rumfliegen. So, und wir bauen uns jetzt einen Evakuierungsteil. Wenn ich das richtig sehe, ich muss jetzt mal kurz nachgucken, müssen wir 4 gerettete Kerbels holen, oder? Wir haben 1, 2, 3 aus dem Kerbin-Orbit. Okay, 3 sogar nur. Das ist ja relativ entspannt. 1, 2, 3. Und dann müssen wir nochmal nach Minmus den anderen abholen. Oder Gersel, könnte auch eine Sie sein, ich weiß es nicht. Okay, also bauen wir uns ein ganz einfaches Orbiter-Rescue-Craft. Vielleicht habe ich da schon irgendwas fertig. Lasst mich mal gucken. Dann können wir es eigentlich auch direkt starten. Ovi Orbiter ist ja da ein ganz beliebtes Ding. Orbital Rescue. Mal gucken. Okay, der ist noch aus den... ich nenne es jetzt mal Anfangszeiten meines Raumfahrtprogramms. Den nehmen wir nicht. Okay, wir bauen uns schnell einen neuen. Lasst uns aber den mal laden, den Orbital Rescue. Ich glaube, den updaten wir einfach mal auf den Stand der Technologie von heute. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Obwohl, Freakys Rettungsmission war auch witzig, aber das war auch noch so ein aules Ding. Ja, egal. Okay, wir updaten den Orbiter. Der Orbital Rescuer. So, der Orbital Rescuer ist prinzipiell erstmal nicht falsch mit dem Probe Core, aber... Machen wir ein bisschen anders. Also, der Orbital Rescuer kriegt erstmal eine Crew-Kapsel mit 3 Leuten. Zack, dann kriegt ihr natürlich auch einen Fallschirm von uns spendiert, denn niemand stirbt gerne. Dockingport wäre eigentlich cooler, ne? Wäre ein Dockingport cooler? Auf jeden Fall braucht er was zu essen. Life Support Container in normal groß. Zack. Und zack. So. Dann gibt es einmal ein Hitzeschild. Zack. Und weil ich heute einen guten Tag habe, gibt es sogar 3 Bremsfallschirme. Damit das nicht ganz so ruckartig passiert. So. Könnten wir auch noch damit eigentlich unseren Wiedereintritt steuern, oder? Da ist doch Monopropellant mit drin. Und zwar 30 Einheiten sogar. Sehr schön.
Fliegen wir einfach damit. So, dann kriegt das einen kleinen Fuel Tank, um oben im Weltall rumzudüsen. Der ist eigentlich schon fast wieder zu groß, ne? Lass mal den hier nehmen. Das reicht. So. Zack, da ist 1200 Delta V für im Orbit rumfliegen. Dann bekommt das Teil ein bisschen Strom. So. Action Group ist dann die Gears. Zack, ich brauche unbedingt bald mal bessere Action Groups, aber ich glaube, das kommt erst mit dem Science Upgraden. Das ist so teuer, so fürchterlich, fürchterlich teuer. So, bla, das haben wir. Ja, dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Stage, um das Ding nach oben zu jagen. Zack, nächste Stage. Und da machen wir jetzt ganz unkompliziert. Ich weiß, dass ich duplizieren kann, ich bin gerade nur zu faul, es zu tun. So. Skipper. Zack, 0,94. 4800 Delta V sollte auch reichen. Und dann noch ein bisschen Booster ran. Und dann soll es das gewesen sein für heute. Achso, scheiße, einen Probe Core wollte ich noch anbauen, ne? Mäh. Lass uns das hier machen. Utility. Zack, zack. So, da kommt jetzt ein Probe Core rein, damit ich das Ding irgendwie steuern kann. Und da kommt sinnigerweise natürlich auch ein bisschen Strom rein. Ach, den lass uns den hier oben reinbauen. Erfahrungsgemäß braucht man immer komischerweise Strom, wenn man Kerbals nach unten jagt. So, das sollte aber reichen. Zack. Zack. Ich könnte jetzt natürlich noch allerlei Schund reinbauen, aber das Ding soll ja einfach nur für die Rettung da sein. So, jetzt aber zu den Boostern. Dann nehmen wir natürlich die großen, einfach nur was können. Das sollten wir vielleicht ein bisschen weiter oben anbauen. Zack. Zack. Und unsere altbekannten aerodynamischen Superhütchen. Tja, entschuldigt. Da hat mich kurz der Heuschnupfen heimgesucht. So, und dann kommen hier nochmal ein paar Flossen ran. Das ganze Ding unter Kontrolle zu halten. Und dann kommen hier ein paar von denen ran. Zack, fertig. So, jetzt haben wir hier unten 2, irgendwas Delta V. Ja, das reicht doppelt und 300 Jahre lang. Da brauchen wir nicht ganz so viel. 1,5 tun es für den Start. So, dann kommen die irgendwann weg. Die kommen sinnigerweise auch beim Start weg. Achso, Antennen brauche ich gleich noch. So, und die kommen weg, dann kommt der weg und der an. So, Fallschirme. Fallschirme, super. Zuerst aber die Dropshoots. So, gut. Das ist auf jeden Fall mehr als genug Zeugs. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Antennen. Eine für den Aufstieg. Die Aufstiegsantenne können wir unten ranklemmen. So, und eine Antenne für alles, was später passiert. Bauen wir die hin. Die bauen wir hier heute mal hin. So. Zack. Rotate. Zzt. Haha. Sehr cool. So sieht die doch auch mal stylisch aus. Gut, jetzt gucken wir mal nochmal. Das ganze Spielchen kostet uns jetzt 47.000. Gespeichert ist es. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie viel wir jetzt eigentlich noch kriegen, wenn wir die vier Typen und Damen aus dem Orbit zurückholen. Wenn das jetzt nämlich unter 50.000 ist, das ist eine ganz schön schlechte Investition. Also, wir kriegen 32, 32, 30. Okay, also da verdienen wir auch noch ordentlich dran. Sehr schön. Dann ist das okay für mich. Kann ich jetzt mit leben. Und jetzt fällt mir gerade noch was mit ein. Wir könnten natürlich, wenn wir da oben sind, wir könnten natürlich verschiedene Experimente einfach noch mitbringen aus der Atmosphäre. Ist vielleicht gar nicht so doof. Zack.
Der ist jetzt ein bisschen zu groß für den ganzen Spaß. Okay, aber zwei Experimente, die gucke ich mal, dass ich die in der Atmosphäre noch abfeuern kann. Dann bringen wir das noch am Space Truck Dingsbums vorbei. Und ich könnte heute mal ausnahmsweise dafür sorgen, ich habe jetzt kein Licht an dem Ding dran, dass ich das hier auf die Licht-Staging-Dingsbums lege. Dann kann ich die Antenne elegant ohne dieses Rumgeklicker ausfahren. So, und ich würde sagen, das schießen wir jetzt noch fix in den Orbit drauf. Ich hasse mich jedes Mal selber dafür, wenn ich das sage, weil es meistens voll in die Hose geht. Aber eigentlich sollte ja nichts Schlimmes sein. So, wir haben ja jetzt mittlerweile auch sowas wie eine Funknetzabdeckung, Gott sei Dank. Auch wenn das viel blöde Arbeit war. Aber es war ja, richtig letzten Endes. So, jetzt müssen wir noch den Space Truck finden. Da ist er. Der Space Truck. Set as target. So. Zack. Ich lerne auch tatsächlich Sachen von euch. Das ist unglaublich. Also das ist, finde ich, echt super. Also unglaublich finde ich es jetzt nicht, weil ich weiß ganz viele Dinge über Kerbal Space Program nicht. Also wenn ihr seht, dass ich Blödsinn mache, geht nicht davon aus, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern dieses mit Rechtsklick auf so einen Knoten drücken und so. Das hat mir jemand von euch erklärt, also von euch Zuschauern. Und das finde ich auch super. Gebt mir solche Sachen weiter, weil ich weiß auch nicht alles, A, und B, freue ich mich auch immer darüber, wenn ich was dazulernen kann. Das nehme ich gar nicht als Klugscheißen wahr. Wenn es das Level erreicht, wo ich es als Klugscheißen wahrnehme, sage ich euch Bescheid vorher, bevor ich euch für immer und ewig banne von meinem Kanal. Aber bis dahin ist immer ganz viel Zeit und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir solche Sachen auch sagt. Denn ich kann ja auch nur dadurch lernen. So, und bei 400 Kilometern, ihr kennt das Spiel ja schon, die von euch meinen Kanal schon etwas länger beobachten. Ich nehme an, man kann dieses Manöver auch hervorragend bei 500 Kilometern fliegen und wahrscheinlich auch bei 350 oder so. Aber ich habe mich halt auf die 400 eingeschossen. So ist das bei mir. Und los geht's in Richtung Orbit. So, jetzt schauen wir dem ganzen Spiel mal zu. Ich hoffe mal, dass meine neue super geprototypte Superrakete nicht so prototypisch ist, wie ich befürchte. Fliegt sich auf jeden Fall ganz geschmeidig bisher. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein sauberes, schönes Rendezvous noch hinbekommen. Und ich würde sagen, das Einpacken und Runterbringen können wir dann auf nächste Woche schieben. Weil ich sehe jetzt gerade in meiner Aufnahme, dass ich schon wieder die 28-Minuten-Marke gerade gerissen habe. Und ja, wir müssen es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Trotzdem, auch wenn das jetzt ein bisschen gefährlich an die 30-Minuten-Marke rangeht, mache ich den Start jetzt mal fertig. So, der Gravity Turn funktioniert ganz gut soweit. Wir sind auf fast 10 Kilometern. Boosterabtrennung ist noch ein bisschen hin. Das sieht aber auch okay aus. So, wir sind ein bisschen schnell, aber ich habe gerade keinen Bock, langsam zu fliegen. Mir fällt jedes Mal eine neue Ausrede ein, warum ich Sachen nicht vorschriftsmäßig mache. Ich wäre ein ganz schlechter NASA-Mitarbeiter. Ganz, ganz schlechter NASA-Mitarbeiter. Aber, oh nein, ich sehe es gerade. Ich bin mit Personal losgeflogen. Na gut. Das macht ein paar Sachen natürlich einfacher. Weil ich mich jetzt nicht auf den Funk verlassen muss. Ich habe vergessen, das Personal rauszuräumen. Ach, so ist das, wenn man noch schnell was machen will. Aber das ist gar nicht so schlimm. Wir haben oben genug Platz im Space Truck. Dann können die jetzt erstmal nach oben und tauschen die einfach gegen die anderen Typen aus. Das ist okay. Ist okay. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier einen guten Treffer hinbekommen. Hier sind wir. Hier ist der Space Truck. Das ist noch nicht der gute Treffer, von dem ich träume. Deshalb müssen wir da jetzt wohl bisschen Gewalt in Orbit strecken. Und feuerfrei. Los geht's. Also, wir sind jetzt bei 66 Kilometern und sinkend. Ist okay, aber ich muss ein bisschen flacher gehen. Ja.
So. Ah ja, aber Jebediah und Valentina sind an Bord. Was kann da schon passieren? Insgesamt. So. Jetzt müssten hier gleich zwei Manöver entstehen. Und das zweite nehmen wir dann. Als Rendezvous. Es wäre schön, wenn er das etwas stabiler anzeigen würde. Fände ich total toll. 30 Knoten, ah, das wird mir jetzt. Okay, müssen wir ein bisschen anders machen. So. Target. Target. Retrograde. So, wir haben noch ein bisschen Sprit. Das ist okay. Wir drehen uns schon mal zurecht und machen dann gleich noch unseren Annäherungsburn. Na komm. Also, wir haben auch nur noch 500 und ein bisschen Meter anzugleichen. Oh, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So viel Treibstoff, wie wir noch haben. Alles gut. So, jetzt haben wir natürlich drei Kerbals unnötig nach oben geschickt. Ist aber, wie gesagt, auch gar nicht schlimm. Das Ding hat genug Essen für 300 Jahre oder so. Ungefähr. Ah, und ich habe vergessen, die Experimente zu machen vor lauter Verwirrung. Ah. Wenn wir es schon mal haben, können wir natürlich... Ja, Keep und... Ich weiß nicht, ob wir es schon mal gemacht haben, aber... Sitze da, Clock Temperature. Keep, das nehmen wir gleich mit rüber ins Labor, falls ich daran denke. So, und jetzt machen wir noch kurz das Angleichmanöver. Space Truck Station, 93 Kilometer. Okay, dauert noch einen kurzen Moment. Ach, wir sind erst da vorne. Na komm. Dann. Was haben wir hier? 35. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, ein bisschen unsere Bewegung zu machen und uns anzugleichen. Da müssen wir nachher nicht alles auf einen Ruck machen, denn ich muss ja auch noch meinen Orbit fertig bekommen. So, jetzt schauen wir mal. Ah, guck mal, das kommt auch unserer Entfernung hier entgegen. Ruhig näher ran, komm ruhig näher ran. Also ich nehme jetzt ein bisschen Schwung raus, weil noch ist er ja schneller als ich. Und ich will ja, dass er rankommt. Und wir haben noch genug Spielraum, auch höhentechnisch, dass ich mir das leisten kann. Jetzt wird's langsam. Das kriegen wir zu einem perfekten Schwung hin. So ein Kilometer Abstand ist gar nicht schlecht. So, und dann würde ich sagen, machen wir jetzt als letztes Manöver die Abbremsung, dass wir die Schiffe nebeneinander haben. So, da hinten kommt nämlich der Space Truck schon angetüdelt. Oh, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem Treibstoff, ne? Und jetzt nichts zum Docken mit dabei, ne? Ich muss mir irgendwann mal die Klaue holen, damit ich mit der Klaue arbeiten kann. So, 8 Kilometer. Da kommt der Space Truck geflogen. Sehr cool, schönes Angleichmanöver. Ich könnte auch mal nebenbei, wartet mal, so rum war das, ne? Zack und zack. Ist ja auch kein Kontrollverlust. Die Antenne ist nicht rausgekommen, ne? Interessant. Ich habe sie doch auf die Licht-Action Group gelegt. Sieht sie nicht so. Na gut. Sehr schön. Jetzt habe ich irgendwie mein Ziel aus den Augen verloren. Hoppla. Wo ist es denn? Irgendwo ist es. Ach, da oben. Ah. Man sollte nicht die ganze Zeit mit seinen Action Groups rumspielen. So, wir sind quasi
neben dem Space Truck unterwegs. Und ich würde sagen, da machen wir jetzt für heute Schluss. Und am Freitag geht es weiter. Video für die Abstimmung zum Livestream am Freitagabend kommen natürlich auch noch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.